Ja, Herr Meinert, erstmal schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Corona geht ja auch an den Stadtwerken nicht vorbei. Ja, welchen Problemen sehen Sie sich jetzt da ausgesetzt? Also ich würde erstmal die wichtigste Botschaft vorab schicken wollen, dass die Versorgung auch weiterhin gesichert sein wird. Also Strom und Wasser werden auch weiterhin fließen. Wir werden auch weiterhin die Wohnungen und Häuser warm halten können. Wir sind als Stadtwerk, als Betreiber kritischer Infrastruktur durchaus auf solche Krisensituationen vorbereitet. Und die Prozesse laufen bei uns jetzt etwas anders als sonst. Aber es gibt keine Beeinträchtigung und deswegen wird es auch weiterhin alles so fließen wie bisher. Wie sieht es mit den Mitarbeitern aus derzeit? Gott sei Dank gibt es bei uns und auch bei unseren Tochtergesellschaften keine Krankheitsfälle, was Corona-bedingt ist. Also wir haben einen ganz normalen Krankenstand wie üblich zu dieser Jahreszeit. Wir haben darüber hinaus unsere Mitarbeiter jetzt auch verstärkt ins Homeoffice geschickt. Wir haben uns auch von der Mannschaft her so aufgeteilt, dass immer eine Mannschaft eine Woche lang im Homeoffice arbeitet und eine hier vor Ort, sodass wir uns nicht begegnen und im Zweifelfall, falls jemand ausfallen sollte, was wir nicht hoffen, dann auch noch Ersatz vorhanden wäre. Also wir sind auch dort gut aufgestellt. Nun sind die Menschen ja sehr verunsichert. Wie sieht es mit der Wasserqualität aus? Gibt es da irgendwelche Bedenken oder da müssen die Leute Angst haben? Nach aktuellen Erkenntnissen kann das Trinkwasser kein Überträger für Corona sein. Das heißt, da braucht es auch keine Verunsicherung in der Bevölkerung geben. Als letztes, als Ansprechpartner sind Sie für Ihre Kunden weiterhin da. Genau, wir sind gewohnt, für alle Kundenanliegen zu sprechen. Nicht persönlich in dem Fall, seit 16. März mussten wir das Kundencenter schließen, aber über E-Mail, über Telefon, über Post oder Fax können Sie unsere Kundenservice-Mitarbeiterin weiterhin erreichen und wir werden uns um alles kümmern. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, wir kommen gut durch. Vielen Dank, das wünsche ich uns auch.